Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für die Männer, denn die Männer sind auch endlich mal dran, oder? Und zwar geht es, wie ihr schon im Thumbnail gesehen habt, um die Blackbox Men. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe nicht nur in Anführungsstrichen Frauenboxen, beziehungsweise eher für Frauen geeignete Boxen in diesem Unboxing-Gedönsen auf meinem Kanal, sondern ich habe auch Männerboxen, die ich dann im Abo habe. Also, die Blackbox Men erscheint, ich glaube, alle Vierteljahr, sprich viermal im Jahr. Das war schlau. Das ist jetzt die Sommervariante, die kostet 24,95, wenn man die einmalig bestellt. Man kriegt aber immer einen 8€ Rabatt. Was ist da denn jetzt aktuell? Sunlover. Ja gut, dann bekommst du die nämlich zum gleichen Preis, wie das halt auch ist, wenn du es im Abo hast. Da ich die aber sowieso hier vorstelle, ne, habe ich die im Abo, zahle 16,95 pro Box für und da sind 6 bis 10 Produkte enthalten, Food, Tools, Beauty, ne? Und ich mache damit meinen Freund einfach glücklich, ne? Weil dann kann er sich halt da so sein Duschgel, was er für sein Vierteljahr braucht, rausfischen und eine Creme oder sonst irgendwas. Deo hast du da auch manchmal mit dabei. Hier haben wir eine Werbung mit dabei, die hätte jetzt nicht sein müssen, oder? Dr. Smile, mach dich zu deiner Nummer 1 für ganze 250€ günstiger. Wupp, wupp. Ja, Leute. Also, ne? Kann man machen. Keine Ahnung, ich habe damals eine feste Zahnspange gehabt, die habe ich ganz normal bei meinem Zahnarzt bekommen, da gab es noch kein Dr. Smile. Das lief alles noch etwas anders zu meinen Zeiten hier. Okay, wir haben zuallererst etwas neben der Box gehabt, was nicht in die Box reingepasst hat, und zwar ist es ein Getränk und das ist koffeinhaltig. Wir haben es 19.53 Uhr, ich werde mir jetzt kein koffeinhaltiges Getränk trinken, aber das ist ganz schön für über den Tag. 0 Kalorien Süßungsmittel, Geschmacksrichtung Zitrone von Flow Kiss Koffeinwasser. Finde ich ganz cool. Ich persönlich mag ja auch super gerne die Geschmacksvariante Shiro von Waterdrop. Da gibt es übrigens auch mit Claudi YouTube Rabatt. Eben nebenher rausgehauen. Genau, also das, ne, ist ja auch ein koffeinhaltiges Getränk dann mit dem Drop. Aber sowas, wie gesagt, mag ich gerne trinken. Ich trinke relativ viel Wasser in letzter Zeit und deswegen wird es auch ganz gut sein, es mal in der Geschmacksrichtung Zitrone zu haben. Supi, Deckel ist entfernt. Und die Männer haben das ähnlich wie wir Frauen gestaltet. Und zwar haben wir ein Seidenpapier, was mit einem Klebi verschlossen wird und eine Seidenschleife, die drum zu ist, um alles an Ort und Stelle zu halten. Wir haben jetzt hier keinen Duft, der rauskommt, aber ich mache das Ganze hier mal auf. Also für mich ist es auch immer eine schöne Box. Ich meine jetzt ohne Witz, am 24.06. hat mein Papa Geburtstag und er wird 59. Und das wäre zum Beispiel auch ein optimales Geburtstagsgeschenk für ihn. Deswegen finde ich immer ganz cool. So als Geschenk kann man diese Box definitiv auch sehen. Er kriegt aber von uns eine Schubkarre und Handschuhe. Ist das nicht großartig? Hier haben wir ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Dann haben wir noch ein Heftchen, wo einige Gutscheincodes aufgeführt sind. Und hier haben wir dann den Blick in die Box. Und das sieht natürlich sehr männlich aus, ne? Wir haben immer so alles natürlich schwarz, grün, blau. Weiß ist ja auch in den Verpackungen drin, aber dieses schwarze Krüppelpapier. Die Männer haben ein ähnliches Heftchen wie die Sonderedition, glaube ich. Kommt mir gerade irgendwie, weiß ich nicht, ne? Es sieht auf jeden Fall so aus, aber hey, sie haben immerhin ein Bildchen mit dabei. Hier sind die ganzen Produkte kurz und knapp aufgeführt und mit Preisen und so weiter und so fort. Blackbox Men. Ich gucke mal, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Timestamps, falls ich euch zu viel rede, weil ich weiß, ihr gucken Männer zu. Es könnte sein, dass ich denen viel zu viel rede. Diese Blackbox Men ist für alle Sunlover, denn das warme Wasser lockt endlich wieder an die frische Luft. Ob Date Night, Sonnenbad, Outdoor, Sport oder Männerabend auf dem Balkon, deine Box überrascht mit passend zur Saison ausgewählten Männerkosmetikprodukten und angesagten Trends aus Food und Lifestyle. Vom sommerlichen Duft über beruhigende After-Sun-Pflege bis hin zu karibischen Geschmackserlebnissen. Genieß deinen Sommer. Ne? Ja gut, ne, das ist, passt, also irgendwie sommerlich passend soll das wohl sein. Getränk passt schon mal auf jeden Fall, denn das gönnt man sich gerne. Jetzt haben wir hier ein Deo mit dabei, das wird meinem Freund gefallen, denke ich. Wild Oak 8×4, das ist neu, oder? Habe ich jetzt so noch nicht irgendwo gesehen. Ich kenne diese Form auf jeden Fall für die Frauenvarianten. 48 Stunden Protection, Long Lasting Freshness, Anti-Sweat, Anti-Transpirant. Achso, das muss man wahrscheinlich erstmal öffnen. Oh Mann. Ach, hier oben muss man drehen. Der hat hier oben noch einen einzelnen Dreher. Es riecht wirklich angenehm.
Oh, ich glaube, das wird mein Freund mögen. Definitiv. Doch, das finde ich cool. Riecht sehr herb, frisch, ne? Aber eher waldig als aquatisch, würde ich sagen. Das passt, definitiv. Was heißt Oak? Weiß ich gerade nicht. Muss wohin hauen. Dann habe ich hier etwas von Ultra Sun dabei, denn auch die Männer müssen selbstverständlich auf die Sonnenpflege achten, beziehungsweise in diesem Fall nach dem Sonnenbad darauf achten. Selbstverständlich kann man alle Produkte, die hier in der Männerbox drin sind, auch als Frau verwenden, wenn man die Düfte gerne mag. Oder wie sowas, was ein Unisex-Produkt per se ist. Das ist ein hautberuhigendes Gel für sensible Haut, denn das werde ich mir wahrscheinlich selber unter den Nagel reißen. Mit Portulaca Oleracea-Extrakt. 150 ml haben wir hier enthalten und es soll die Haut beruhigen. Finde ich klasse. Also ich bin viel im Garten, mein Freund auch. Mein Freund hat echt, also der muss nur kurz an Sonne denken und wird direkt braun. Das ist Wahnsinn. Ich bin dann diejenige, die dann eher als Krebs wieder ins Haus reinkommt und dann quasi von einem Feuersturm unter der Dusche überrascht wird, weil Sonnenbrand. Und da kann ich sowas super gut gebrauchen. Wenn ich bei uns in den Beeten am Machen bin, dann ist das natürlich, was immer in der Sonne ist, mein Rücken. Und da kommt man echt schlecht dran, wenn man sich eincremt. Aber Gott sei Dank habe ich meinen Mann und das war ein Reim. Und der hilft mir dabei natürlich. Und dann kann er das hier, falls ich dann doch vielleicht etwas zu lange in der Sonne gebrutzelt habe, mir drauf machen. Denn ich bin jetzt kein Mensch, der sich so piek in der Sonne liegt, um braun zu werden, sondern ich habe es halt dann durch Gartenarbeit, ne? Doch, aber das finde ich schön. 150 ml ist schön. So ein Pumper, da stehe ich ja drauf, ne? Passt auf jeden Fall sehr gut. Doch, das wird mich diesen Sommer begleiten. Schön. So, dann haben wir hier das nächste Produkt drin. Und das ist ein, was sieht da witzig aus, Sports Lavit Ice Fit Sports Shower Gel. Dusch dich fit, recharge your power. Okay, mit Cooling-Effekt, das mag mein Freund gar nicht. Das heißt, das wird auf jeden Fall weiter wandern. Der mag dieses Ganze, wenn du dir sowas auf die Haut gibst und das Ganze dann kühlend wird, übrigens, ne, apropos Waterdrop, nicht. Deswegen, ne, wird das hier in meine Verlosungskiste für Männer kommen oder eben, ich habe auch Männer in meinem Umfeld, denen ich zum Beispiel Adventskalender oder sowas packe. Oder wenn mein Papa oder irgendeiner meiner Väter, Stiefväter, Schwiegerväter, bla, danach fragt, ob ich ein Duschgel hätte, dann habe ich eins. Dran riechen kann ich ja mal. Das tut ja nicht weh. Oh ja, das riecht volle Elle nach Mundwasser. Nee, das wird er nicht mögen. Nee. Aber gut, jo. Der mag halt eher so diese waldigen, erdigen Düfte, wie das ja auch bei dem Deo der Fall ist. Und das finde ich ganz cool. Dann haben wir hier so eine Maske mit dabei. Und die habe ich tatsächlich selber schon verwendet. Werde ich dann aber wahrscheinlich eher meinem Stiefpapa schenken. Weil der ist von mir als Maskenfreak etwas angesteckt worden. Hydro Booster, zwei Phasen Pflege, Clean Maske und Hydro Booster. Du machst dir quasi erst diese reinigende Gesichtsmaske drauf, was in dem oberen Sachet drin ist. Lässt das Ganze einwirken, wäscht dir das runter. Und danach gehst du mit dem Hydro Booster drüber. Mache ich per se sowieso sehr, sehr gerne, wenn ich eine reinigende Maske habe. Dann ist ja auch der ganze Fettfilm von der Haut runtergenommen. Um dann aber nochmal ein bisschen Feuchtigkeitspflege aufs Gesicht zu geben, ist das eine ganz gute Kiste. Doch, das finde ich schön und das ist eine spürbare Tiefenwirkung. Und ja, mein Freund verwendet keine Masken. Ich kriege ihn einfach nicht in meinen Hype reingezogen. Aber das kannst du ja auch als Frau verwenden. Oder, wie gesagt, an meinen Stiefpapa, denn der mag das richtig gerne, aber ich glaube, der ist mehr so für diese Tuchmaskengeschichten zu haben. So, Lava, Rhabarber, Rampampam. Jetzt kommt erstmal ein bisschen Stoff, finde ich geil. Black Barrel, also ich selber trinke es nicht, aber mein Freund hat ein Whisky-Regal. Ich weiß nicht, es ist rum. Okay, aber das können wir auf jeden Fall unserem Besuch mal anbieten, weil wir selber halt nicht wirklich Alkohol trinken. Ab und an, gegebenenfalls, gönnen wir uns. Ja, darf man auch, finde ich. Aber, weil wir sind jetzt nicht wie Straight Edge oder wie das heißt, sondern wir haben uns einfach dazu entschieden, dass wir irgendwann gesagt haben, wir trinken einfach keinen Alkohol mehr, weil das nichts Gutes mit uns macht. Ich und meine Migräne. Der Esel kommt zum Schluss. Meine Migräne und ich, wir sind einfach nicht die besten Freunde des Universums. Und wenn ich dann auch noch Alkohol trinke, Leute, da kann man mich für 3 Tage echt im Schlafzimmer mit runtergelassenen Jalousien einsperren. Tut einfach nur weh, macht keinen Sinn. Auch wenn ich Spaß habe mit Alkohol, aber auch ohne Alkohol kann ich durchaus abgehen. Auf jeden Fall haben wir hier Rum drin. Das sind 43% Alkohol, Distilled. Black Barrel sagt mir wirklich gar nichts, die Marke, aber ich bin auch kein Rumtrinker, muss ich gestehen. Da sind 50 ml enthalten, wobei ich glaube, wenn wir Herrencreme machen, da kommt dann doch immer Rum rein. Also wenn ich das hier für die nächste Familienfeier, die ja Gott will, irgendwann mal stattfinden wird, aufbewahre, dann kann ich zu Hause mal selbstgemachte Herrencreme machen. Oh,
eimerweise essen wir die auf der Familienfeier. Und unsere Familie ist auch ganz crazy, hat man glaube ich noch nie irgendwo gehört. Wenn wir Herrencreme zubereiten, dann kommt da die Sonderzutat Ananas rein. Das ist das Beste überhaupt, Leute. Es kann keiner verstehen, der sich außerhalb meiner Familie befindet, aber es ist ein Traum. Auf jeden Fall kommt da auch Rum rein, also Stoff. Also dafür wird es wahrscheinlich drauf gehen. Mal gucken. Oder vielleicht machen wir hier mal irgendwie so Cocktails mixen oder sowas. Keine Ahnung, ne? Okay. Ja, auch die Männer dürfen leiden, denn auch sie haben etwas mit drin, was irgendwie gefühlt in jeder Sommerbox dieses Jahr drin ist. Warum? Auch sie kriegen Blasenpflaster. Selbstverständlich. Ich habe es letztens bei einem Frauen-Unboxing schon gesagt. Ich bewahre diese Blasenpflaster auf. Genauso wie die ganzen Handdesinfektionsgele, die ich auch in Boxen drin habe. Denn ich bekomme durch Kooperation halt sehr, sehr viele Boxen hier monatlich hin. Und wenn dann die nächste Party ansteht mit meinen Mädels, dann packe ich jedem so ein Survival-Paket oder so. Ja, das hier ist jetzt schnelle Heilung, sofortige Schmerzlinderung unter den Füßen. Ist doch ganz nett, ne? Schutz gegen Reibung. Ja, kann man sich gönnen. Wie gesagt, ich sammle die jetzt tatsächlich. Sportblasenpflaster, auch das noch. Nee, Sport mache ich auch nicht wirklich. Sorry, Leute. Übrigens, was hier so blinkt, es sind meine neuen Ohrringe von Corazul. Mit dem Code CLAUDICORAZUL15 bekommst du 15% Rabatt. Genau. Falls es euch interessiert. Falls ihr Mann seid, vielleicht für eure Frau eine gute Idee als Geschenk. Code gilt aber nur eine gewisse begrenzte Zeit. Egal. Jetzt kommen wir zum letzten Produkt. Meine Herren, was ich hier unterschwellig an Gutscheincodes raushaue, ist echt nicht mehr... Ist nicht mehr feierlich, ne? Hier habe ich ein Parfum drin. By the Sea Man. 30 Milliliter. Ein Eau de Toilette. Das ist dieses hier. Also das werde ich entweder tatsächlich meinem Freund geben oder in der Familie weitergeben. Und deswegen werde ich es jetzt auch mal testen. Da bin ich jetzt einfach mal ganz stumpf. Ein wunderschönes, typisch männlich und dann doch irgendwie maritimes Design. Ich mag ja gerne sowas. Und dann hier unten so mit Riffeln drin. Also, ne? Ist ein schöner, halbschlichter Flakon, sagt man das? Ich weiß es nicht. Und dann sprühen wir das mal. Wie männlich dieses Zimmer gleich riechen wird, ne? Mit dem Deo und dem Parfum. Und sonst riecht hier alles nach Blume und Rose. Und dann kommen die Männerboxen und alles riecht nur noch nach Mann. Nach Männerumkleide quasi. Das riecht aber sehr angenehm aquatisch und nicht so herb, finde ich. Also sehr sommerlich. Das passt definitiv in den Sommer. Weil hier hast du überhaupt gar nicht irgendwelche tief herben Noten mit dabei. Das riecht fast schon sanfter als das Deo, finde ich. Aber ich finde es gut riechen tatsächlich. Also ich kann mir vorstellen, dass man so riecht. Aber mein Mann ist so ein typischer... Er hat immer eine Lieblingsmarke, ein Lieblingsprodukt und er liebt Boss Bottled. Das habe ich ihm irgendwann mal vor Jahren geschenkt. Boah, es ist echt schon Jahre her. Ich glaube, ich habe ihm das wirklich zum 30. keine Ahnung, oder so geschenkt. Oder mal Weihnachten oder so. Seitdem liebt er das und er verwendet nur das. Es riecht unheimlich gut, davon mal ab, ne? Aber er hat dann immer so seinen Liebling. Ja, genau. Und hat mittlerweile schon 20 andere von Claudia bekommen, die er einfach mal austesten darf. Nö. Okay, nein, aber finde ich cool. Und falls ihm das nicht gefällt, dann kriegt mein Papa das wahrscheinlich als Goodie zusammen Geburtstag als Geschenk mit dabei. Also wir haben schon eine abwechslungsreiche Box und die haben wir jedes Mal. Also die Männer bekommen ein tolles Rundumpaket und auch wirklich Full Size, also Originalgrößen mit dabei. Wir haben schöne Produkte, die echt gut in die Jahreszeit vom Duft her passen, von dem, was sie machen sollen auch, ne? Nö, also ich wäre ein Kerl, ich würde mich freuen, ne? Ich würde sagen, Mensch, Claudia, da hast du mir aber eine schöne Box gekauft. Vielen Dank, damit kann ich was anfangen, außer mit den Blasenpflastern. Aber gut. Ihr Lieben, das war jetzt hier der Inhalt der Box und ja, ich hoffe, euch hat mein Unboxing dazu gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!